Ja, hallo zusammen. Wir haben heute Samstag, den 15.07. Inga und ich stehen hier in Konstanz am Bodensee, direkt am Campingplatz Boderhofer. Hier haben wir heute die erste Nacht verbracht, also von gestern auf heute. Wir sind gestern mit dem Auto hier angereist. Ja, und jetzt wollen wir in den nächsten 3 Tagen hier eine schöne Tour um den Bodensee rum machen. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr mitkommt. Wetter sieht ganz gut aus und ich würde sagen, wir babbeln auch gar nicht lange, sondern gehen direkt auf die Strecke. Und da hoffe ich, dass wir dann das ein oder andere schöne Bild für euch anfangen können. Also bis gleich. Ja, kurz hinterm Campingplatz machen wir dann direkt die Fährüberfahrt nach Meersburg. Und von da aus starten wir dann so richtig durch. Unser Ziel soll heute sein Bregenz. Inga ist im Fotomodus. Ja, wir haben jetzt gerade für die Fährüberfahrt hier für 2 Fahrräder, Inga und ich, 11,60 Euro bezahlt. Also 2 Fahrräder, 2 Personen, 11,60 Euro. Ja, wir haben jetzt 9:10 Uhr, sind jetzt gerade in Meersburg angekommen mit der Fähre. Ich zeige euch jetzt aber erst nochmal das Panorama hier, was man hier sieht. Wunderschön. Berge im Hintergrund. Ja. So sieht es hier aus. Schon richtig klasse. Bin übrigens das erste Mal hier am Bodensee. Du auch, ne? Ja. Inga auch. Ja, da ist das Ortseingangsschild noch für euch. Sind hier, wie gesagt, direkt am Fähranleger. Ja, und jetzt gehen wir dann mal auf die Strecke. Staatsweingut Meersburg. Relativ hübsche Gebäude da oben drauf. Leider kommen wir jetzt hier gegen die Sonne. Aber ich dachte, halt mal an und halt mal die Kamera drauf. Ja, nach ein paar Kilometern sind wir jetzt hier in Hacknau eingeradelt.
Zurzeit sieht es dann hier so aus. Radweg ist sehr gut befahrbar, ist auch noch nicht allzu voll heute Morgen. Ist gut asphaltiert. Beschilderung ist auch okay. Nur der Blick zum Bodensee, der ist ein bisschen verwehrt, weil auf der rechten Seite ja viele Bäume und Büsche stehen, sodass man halt nicht immer auf den Bodensee schauen kann. Aber jetzt haben wir hier mal wieder freien Blick drauf. Im Hintergrund die Berge. Richtig, richtig klasse. Vor allen Dingen, ich hoffe, man kann es hinterher zu Hause sehen, wie klar das Wasser ist. Hier kann man mehrere Meter weit am Boden gucken. Richtig schick. Ja, wir sind bisher genau 10 Kilometer gefahren, fahren jetzt im Moment so ein bisschen hier durch die Weinberge. Rechts Weinberg, dann kommt so eine Hauptstraße und dann links sind wieder Weinberge. Ja, und so sieht es hier im Moment aus. Zwar ein bisschen Verkehrslärm, aber man kann hier sehr, sehr gut fahren. Radweg ist auch nicht allzu voll, daher macht es richtig Laune. Vom See sehen wir gerade im Moment mal nichts mehr. Dafür Weinreben. Und wir rollen jetzt rein in Immenstadt. Ja, so, hier kommt wieder eine Tasche und wir machen ein paar Meter. Ja, hier scheint mal richtig Geld gewesen zu sein oder ist immer noch, wenn man solche Anwesen bauen kann und in Stand halten kann. Wunderschön anzusehen. Ja, weiter geht's. Inga ist auch mit. Haben wir noch nicht verloren unterwegs. Und so sieht's vor uns aus. Ja, nach gut 14 Kilometern sind wir gerade an so einem großen Schild Airbus vorbeigekommen. Da war auch ein bisschen Industrie angesiedelt. Ja, und jetzt fahren wir hier durch so eine Obstplantage. Äpfel haben wir gerade gesehen. Hier sind wieder Äpfel oder Birnen. Das sind Birnen, ne? Äpfel. Okay. Ja. Und links die Straße. Die nervt so ein bisschen. Aber kann man mit leben. Radweg ansonsten super. Radweg ist schön leer. Und jetzt rollen wir, glaube ich, in Fischbach ein. Wenn man hier alles täuscht. Ja, Fischbach. Ne, ja doch, Fischbach. Ja, nach gut 18 Kilometern haben wir dann jetzt hier Friedrichshafen erreicht. Ja, habe ich ja gerade das
Ortseingangsschild gefilmt. Ja, bisher ging es hauptsächlich hier durch diese Touri-Orte an Hotels und Apartments und so weiter vorbei. Vom Bodensee haben wir nicht mehr allzu viele gesehen. Und ja, so ein bisschen nervt ist die Straße hier auf der linken Seite. Aber Radweg ist nach wie vor sehr gut zu befahren. Beschilderung ist gut. Ja, Inga steht da vorne. Und jetzt sausen wir mal weiter. Ja, nach genau 20 Kilometern sind wir an diesen schönen Türmchen hier angekommen. Ich weiß nicht, ob wir gleich da noch eine bessere Draufsicht bekommen. Wenn nicht, haben wir sie zumindest hier schon mal abgefilmt. Ja, kommen sehr gut voran. Sind wir hier in so einer Nobelgegend angekommen. Und es ist brütend, brütend heiß. Also gerade am Thermometer stand schon 36 Grad. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Können wir gleich mal irgendwo überprüfen. Ja, wie ihr auf den Schildern sehen könnt, Meersburg ist 23 Kilometer hinter uns. Lindau liegt 20 Kilometer vor uns. Ja, und wir fahren jetzt mit Vollgas auf diese Bergkette da hinten zu. Richtig imposant. Richtig toller Anblick. Nur es ist halt brütend, brütend warm. Ja, wir haben jetzt genau 26 Kilometer runter. Vom See haben wir jetzt längere Zeit nichts mehr gesehen. Wir gucken jetzt mal, dass wir irgendwo eine Bank finden, wo wir dann ein bisschen Siesta machen können. Ja, aber dafür müssen wir, glaube ich, erstmal noch ein paar Meter hier der Schotterpiste folgen. Ja, so sieht es nach 31 Kilometern aus. Ich halte jetzt auch direkt mal die Klappe, damit ihr das in Ruhe genießen könnt. Oben steht noch irgendein altes Schloss, aber keine Ahnung, wie es heißt.
Ja, hinter der Bank steht so eine schöne kleine Kirche mit so richtig tollen Blumen. Ist auch ein richtig schöner Ort hier. Drüben stehen dann orange Blumen. Ganz, ganz toll. Ja, inzwischen sind wir 46 Kilometer gefahren und sind in Lindau. Ja, und da haben wir hier so eine kleine schöne Kirche. Mussten hier gerade so einer Umleitung folgen, dass es einmal richtig berghoch ging. Ja, und jetzt sind wir wieder auf der Strecke und fahren hier rechts mal weiter. Ja, so sieht es dann nach 47 Kilometern aus. Wir haben gerade noch mal eine kleine Pause eingelegt, noch mal die Getränke auffüllen und auffrischen. Ja, ich denke, viel muss man hierzu nicht sagen. Eins ist Information für uns noch mal so im Nachgang. Es sind gerade 36 Grad und in der Sonne gehst du einfach total kaputt. Aber da hinten über den Bergen, da ziehen Wolken auf. Mal gespannt, wie sich das heute Abend weiterentwickelt. Ja, wir machen jetzt hier noch 2-3 Minuten Pause und dann geht die wilde Fahrt weiter. Und sie schmilzt dahin, wie ein Schokoladenkeks. Schmilzt. Und er ist auch wieder ganz tapfer dabei, ne? Ha? Ist dem Sneakers auch warm? Mach mal Mu. Kikeriki. Was willst du jetzt? Du hast nicht Mu gemacht. There's a light.
I don't know where to go. See a lot of colors, only feeling blue. There's a lot of colors lost within a haze. Don't rely on others to get you through the maze. The dreams are not the same for me. Ja, nach 52,5 Kilometern erreichen wir die Ösis, also die Republik Österreich. Und die Region Vorarlberg. Jo. Jetzt sind wir im Land, wo die Leute so komisch sprechen. Nein, Spaß beiseite. Wir genießen gerade hier noch mal ein bisschen den Schatten und dann geht's weiter. Ja, da ist diese Seebühne hier in Bregenz. Da kommen wir aber heute leider mit den Fahrrädern nicht lang, weil hier ist so ein Markt und da ist alles ja, voll wie Sau. Und außerdem müssen wir dieser Umleitung hier folgen. Daher fällt die Seebühne für uns heute aus. Ja, ist hier eine tolle Kulisse, aber wir müssen halt, wie gesagt, hier links weiter. Schade. Ja, hallo zusammen. Ja, nach gut 60 Kilometern sitzen wir hier auf dem Campingplatz Seecamping Bresken und wir haben hier genau 42 Euro bezahlt. Ja, dann erstmal die wichtigsten Informationen zum Campingplatz. Ja, da ist auch so ein Campingplatz, der wohl auf Massentourismus ausgelegt ist, liegt direkt am Bodenseeradweg, auch direkt am See. Aber hier sitzt man eng auf eng und Pelle auf Pelle. Werde ich gleich nochmal aufnehmen für euch. Ich werde nochmal ein paar Bilder hier von dem Areal machen. Dann seht ihr, was ich damit meine. Auf den WCs und ja, in den anderen Sanitäranlagen waren wir noch nicht. Da werden wir dann morgen wieder ein paar Takte zu sagen. Ja, dann kommen wir zum Tagesverlauf. Wie gesagt, waren heute 60 Kilometer. Richtig harte Kilometer, muss man dazu sagen. Wir hatten halt im Schatten 36 Grad und in der Sonne weit über 40 Grad. Ja, ansonsten kann man zum Radweg sagen, die Bodenbeschaffenheit und die Befahrbarkeit des Radweges war überall sehr gut, ne Inge? Also war meistens Asphalt, ab und zu mal so ein bisschen loser Split oder Gravel, aber insgesamt sehr gut zu fahren. Beschilderung war auch immer sehr gut, waren auch ein paar Umleitungen da. Selbst die Umleitungen waren super ausgeschildert. Ne? Haben wir nirgendwo Probleme gehabt, irgendwo hier hinzukommen. Ja, heute Morgen ging es dann ja ganz gut los. Wir waren ja von unserem Campingplatz in Konstanz
direkt an der Fähre. Mit der Fähre sind wir dann drüber gefahren nach Meersburg. Ja, und zum Rest brauche ich dann ja nicht viel sagen. Da habt ihr ja die Bilder gesehen. Das ist immer das Einzige, was man so erwähnen könnte. Allzu viel vom Bodensee hat man nicht gesehen. Man ist sehr viel durch diese kleinen Dörfer und Städtchen gefahren, was natürlich alles sehr touristisch angehaucht ist, aber war trotz alledem interessant, da lang zu fahren. Ne? Ja, auch da hatten wir sehr viel Glück. Die Radwege waren zwar voll, aber auch da muss man sagen, war alles sehr gesittet. Man kam recht zügig voran. Ne? Und ja, auch da hatten wir keinerlei Probleme. Ja, das Schönste an dem Tag oder an der Tour waren dann heute diese wunderschönen Panoramablicke, die man zwischendurch dann immer wieder hatte, wo man dann halt auf den Bodensee schauen konnte und im Hintergrund auf diese wunderschöne Bergkette. Ja, das war richtig schön anzusehen, ne? Hat richtig Laune gemacht. Ja, und ich denke, der Radweg hat auch für die Leute, die gerne mal eine kleine Festung oder ein verfallenes altes Gebäude besuchen oder eine Kirche, auch was zu bieten. Da war auch einiges auf der Stelle. Auch hier im Bregenz war gerade noch ein Riesenkloster. Aber da haben wir auch keine Lust gehabt hinzufahren bei der Hitze. Sorry. Ja, das war heute einfach nicht dran. Ja, wir wollten eigentlich auch noch ein paar Bilder von der Seebühne hier vorne machen, ging aber auch nicht. Da war heute so ein Flohmarkt, Mittelaltermarkt und daher war der gesamte Radweg da abgesperrt in diesem Bereich. Und habt ihr ja gesehen, da musste man halt diese Umleitung nehmen. Daher konnten wir die Seebühne halt nur einmal kurz vom Weiten filmen. Ja, damit würde ich sagen, schließen wir auch den Tag ab. Ich denke mal, ihr habt ja eh die Bilder alle gesehen und da braucht man nicht alles dann doppelt und dreifach erzählen. Ja, Inga sagte gerade noch, hier zum Campingplatz sollte man noch erwähnen, dass man hier auf dem Campingplatz halt nicht vorreservieren kann. Hier muss man einfach hinfahren. Die haben zu uns am Telefon gesagt, das wäre einer der größten Campingplätze hier am Bodensee. Hier würde es eigentlich immer einen Platz geben, ne? Oder nie ein Problem geben, einen Platz zu kriegen. Für Radfahrer halt immer. Also gute Einstellung. Ja, wir werden uns jetzt hier noch eine Kleinigkeit zu essen holen. Da ist so ein kleines Bistro oder ein kleines Restaurant. Ne? Da gab es ein paar leckere Sachen. Jedenfalls sah es auf der Karte lecker aus. Und was die Leute am Teller da hatten, als wir uns angemeldet haben an der Rezeption. Schauen wir mal, was wir da kriegen. Jo, damit duschen, ja, duschen dann und ein bisschen frisch machen. Ja, ich habe heute das Zelt zum ersten Mal abgespannt, seitdem wir das haben. Das ist jetzt, glaube ich, 3 Jahre alt. Ne? Ja. Weil für heute Nacht wohl Gewitter angesagt sind, zieht sich jetzt auch richtig kräftig zu. Temperaturen fallen auch, ich weiß nicht, ob er gerade mitkriegt. Zieht auch ordentlich Wind auf. Ja, für morgen sieht der Wetterbericht ganz gut aus. Morgen soll nur noch 25 Grad sein und strahlend blauer Himmel mit Sonnenschein. Ja, das wären die Temperaturen und die Verhältnisse, die wir uns dann für morgen auch wünschen. Ja, damit bye bye. Wir sehen uns im nächsten Video, hoffe ich. Ciao. Ja, so sieht es dann hier halt am Campingplatz jetzt aus. Unser Zelt, ihr seht, so im Abstand von 2-3 Metern stehen dann immer die nächsten Zelte. Hinter uns ist quasi direkt ein Strand vom Bodensee, wo auch noch recht viel Trubel ist. Aber wie ihr seht, hier habt ihr nicht viel Platz. Aber wenn man auf Radreise ist, ist man ja genügsam. Ja, so sieht es hier halt aus, auf der Zeltwiese. Und was hat er gesagt? Wir hätten noch eine weitere, die ist aber woanders, ne? Am anderen Areal weiter hinten. Ja, hier ist dann auch direkt der Stromanschluss wieder. Kommen wir auch wieder gut mit unseren 10 Meter Kabeln zurecht.